Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team. Ja, hier sieht man die so ziemlich besten Spieler von den Spielern, die ich alle gezogen habe in meinem Pack Opening. Unter anderem Welbeck in Form, aber das ist auch schon der beste, würde ich sagen. Und ja, wir spielen heute gegen einen Abonnenten mal wieder. Und zwar, wie ich es versprochen habe, einen Freund zum Spielen. Ach, gar nicht, fuck. Und zwar gegen das Toschbrot. Das Toschbrot. Ausstehende Ladungen anzeigen. Tralala. Bla. So. Und zwar spielen wir hier, wie ich bereits gesagt habe, mit unserer schönen Mannschaft. Mit der 34er Chemie. Ach Mist, und ich wollte immer noch alles umstellen hier. Habe ich schon wieder vergessen. Mache ich dann gleich, hoffentlich. Guck mal, was er für eine Mannschaft. Oh Gott, das will, ne. 11-Meinküste. 4. Ansonsten Premier League. Sieht nice aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wird nice auf jeden Fall. Vor allem mit meiner 34er Chemie. Schön als Außenverteidiger, meine Stürmer. Weil ich ja sonst nichts Gutes gezogen habe in der Hinsicht. Oh, es laggt. Warum laggt es? Sollte eigentlich nicht laggen. Das letzte Mal ist auch nicht geleckt. Es laggt und ich bekomme ein Gegentor. Ich würde sagen. Ja, es laggt ein bisschen, ne? Ich würde sagen, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. So. Jetzt sollte es nicht mehr laggen. Ja, und ich habe schon ein Gegentor kassiert. Nice. Ne, jetzt laggt es auf jeden Fall nicht mehr. Ich hatte da nämlich so eine schöne Option an bei Fraps, die ich mal schnell wieder ausgemacht habe. So, Danny Welbeck kommt da nicht durch. Uah. Zack. Zack, Podolski, wen haben wir da? Alonso. Nein! Ach, Mist, da wollte ich gerade noch rumziehen. Hab's aber nicht mehr geschafft. Die Mannschaft ist so scheiße einfach. Die Mannschaft ist einfach so scheiße. Oh, wie macht er den rein, ey? Mit Yaya Touré. 8. Minute 2:0. Mit der Mannschaft ist auch nichts anderes zu erwarten. Ich dachte so, ja, mach ich mal mit der Mannschaft ein Spiel. Warum auch nicht? Ah, das war scheiße von mir. Zack. Zack. Nein. Nein, 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 nein. Bam. Sprinte. Jovic. Ah. Nein. Och, Mann, ey. Also, so langsam raste ich hier richtig aus. Bam. Zack. Zack. Na, zu weit. Warum spielt er denn zu weit? Ich habe einmal ganz kurz angetippt. Mann. Mein Außenverteidiger, ey. Ach, das war scheiße. Oh, schön abgefangen von Kaka. Bam, sehr schön. Welbeck. Da schaltet sich bei mir wieder Avast rein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der macht's natürlich. Der macht's natürlich. Was auch sonst. Naja. Ich hätte vielleicht mit meiner Silbermannschaft spielen sollen, ja. Ich habe alles verkauft. Rausverkauft. Zack, zack. Zack. So kann man wenigstens mal testen, was passiert, wenn die Chemie nicht stimmt. Hier, allein wie er schon hier so weit vorne frei ist. Das ist schon echt abartig.
Das ist echt abartig. Der war nicht drin. Ne, jetzt da drin. Nicht drin. Oh. Also ein Tor will ich mindestens machen. Nein. Oh, perfekt. Jovetic. Podolski. Nein, Podolski. Welbeck. Nein, wie konnte er das voraussehen? Ganz ehrlich. Als ob. Ich muss ganz kurz mal was machen. Und zwar. Alter. das lassen wir mal so. Und zwar stelle ich ihn mal hier hin. Oder packe ich mal Podolski da hin und Giovinco in den Sturm. Er hat halt den Pace, ne? Er hat halt den Pace. Vom Linksverteidiger zum Stürmer befördert. Tja. Oh, ey, der kriegt jetzt schon keine Ausdauer mehr. Was ist das denn? Der hatte doch einen 99er. Boah, ey. Ich verschenk den gleich, ey. Höhö. Was für eine schwache Abwehr. Von De Gea. Komm, den hast du. Oh, wohl auch nicht. Ja, was, Ecke? Verarsch mich. Oh Gott. Ich glaube, David Luiz hat mal gar keinen Kopfball abgewonnen. KK haben wir hier. Luff. Jovetic, nein. Mann. Ja, Jovetic auch zu nichts zu gebrauchen. Jetzt vielleicht mal. Ach Gott. Ich hole gleich einen anderen rein, ganz ehrlich. Boom. Zack. Jovetic, zack. Walcott kriegt den Ball nicht. Mann. Klar. Boah, ey. Nein. Bartstuber, ja? Ein Wurf für mich. Oh, lala, da. Ich spiele wieder zurück. Khedira, ey. Khedira sollte man niemals als Innenverteidiger missbrauchen. Boah. Der ist so schlecht als Innenverteidiger. Also Abwehr ist bei mir eigentlich so ziemlich gar nicht vorhanden. Gefühlt zumindest. Obwohl es eigentlich eine Vierer-Abwehrkette ist. Naja. Als ob. Xabi Alonso. So. Lauf! Ah! Boah, was für eine Kläraktion, ne? Mann. Ah. Ja, das war schlecht. So, Podolski auf links. Was bringt er da? Was macht er da? Ah, oh, er fängt ab, ey, Mensch. Zack, Jovetic. Na, läuft einer irgendwie? Nee. Ach komm, als ob. Pff, was ist das denn? Ich glaube, das ist wirklich so eine Aktion, wo man die Chemie sieht. Das ist so eine reine Chemieaktion. Ne. Komm, hast du. Hau raus. Oh, schon Halbzeit. Naja. Puh. Ich hab mich gesteigert. Oh, 0-0-0. Hammer. Zack.
Zack. Ach Gott. Ja, das ist halt so ein reines Chemie-Ding. Ich frag mich da eigentlich immer so, wo mein Abwehr ist. Die ist eigentlich. Ne? Naja, warte. Was habe ich denn hier noch so auf der Bank? Juan Fran, mal ein richtiger Rechtsverteidiger. Im Gegensatz zu Lavezzi und Welbeck. Aber sonst so Sturm? Boah, hier kann man ja gar nichts machen. Fellaini vielleicht. Nee. Ach komm, dann kommen noch ein paar andere hier rein. Fellaini, warum nicht? Ey, Jovic muss raus, ey, ganz ehrlich, Jovic muss raus. Gervinho. Oh, schon vorbei. Dann ist Jovic schon drin. Nice. Jetzt habe ich wenigstens einen Rechtsverteidiger. Einen richtigen Rechtsverteidiger. Habe ich da gerade Juan? Vielleicht nicht. Ach nee, ich habe ja zwei Auswechslungen gemacht. Zack. Stimmt schon alles so. Nein, faul. Bam. Nein, wie kann er den abfangen? Nein. Nein. Als ob. Komm, Bartstuber. Gewinn doch den Kopfball. Oh, wie kann er da so schnell sein? Oh, vielleicht nie. So, Podolski. Ey, wie kann er den abfangen? Das geht nicht. Ja, David Luiz halt. Da sieht man mal sowas, was. Also die Chemie ist echt so das A und O. Boah, ey. Also ohne Chemie geht gar nichts in dem Spiel. Vor allem, wenn der Gegner dann noch gut ist, dann hat man richtig verkackt. Dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, wie gut man selber ist. Wie kann der so schlecht gespielt sein, der Ball? Ey, Khedira ist ja auch nicht zu nichts zu gebrauchen. Der steht auch immer da, wo er nicht stehen soll. Oh Gott. Oh, Ecke schon wieder, Mann. Lauf doch mal da. Keiner läuft. Es läuft einfach keiner. Warum läuft keiner? Lauf, Welbeck, lauf. Giovinco hat auch nichts drauf. Ja, ne. Oh Gott, Alter. Khedira. Naja. Oh Gott, was? Warum spielt der denn nach da? Bam. Fellaini, du Heini. So. Jovetic kommt nicht dran. Ach Gott, ey. Die Mannschaft ist so nicht zu gebrauchen. Jetzt vielleicht mal irgendwas wenigstens, aber da hält der Keeper sogar. Eckball. Wow. Da steht Fellaini. Bam. Boah, Mann. Warum kann so ein Schuss nicht einfach mal drin sein? Warum? So ein schöner Volley. Oh, kein Elfmeter.
Podolski. Bam. Komm, Podolski, lauf. Lauf. Nein. Nein. Nein, er kann. Er ver. Na, na, na. Mann, ey. Boah. Als ob, als ob, als ob. Boah, wie kann der auch drin sein, ey? Mann. Ich hätte niemals mit der Mannschaft spielen sollen. Niemals. Niemals, niemals. Ich versuche doch, was ich kann. Es passiert einfach nichts. Es geht nicht. Ach komm. Hat er das gerade mit Absicht gemacht oder wollte das Tor schießen? Hä? Hä? Wo geht der Ball hin? Was? Wie komisch ist das denn gespielt? Jetzt vielleicht mal irgendwas. Oh, abgefälscht. Hab ich noch. Abgefälscht, Jovetic. Na, kommt da durch, Xabi Alonso? Ne. Ne, ne. Da ist keiner zum Anspielen. Es ist einfach keiner da. Flanke, ey, ganz ehrlich. Oh, ey. Ist doch unglaublich. Da liegt noch ein Spieler von mir rum im Strafraum. Och, abgefälscht. Mann, ey. Abseits. Ne? Komm, ein Tor. Podolski. Oh, nicht jetzt auslaufen. Komm, ein Tor. Ein einziges Tor. Ein Tor, ein Tor, ein Tor. Nein. Gib den Ball. Nein, nein. Was? Foulelfmeter. Mann. Das hätte es doch sein müssen jetzt. Gut. Oh. So. Das war der lebende Beweis dafür, was passiert, wenn man keine Chemie in der Mannschaft hat. Oh, wow, Gott, eine 4,0. Oh, enttäuscht mich. Ja, bei ihm alles tutti frutti. Ja, GG. Spiel halt dumm. Gucken wir doch, ja, zwei Chancen immerhin. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's hier mit diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Ja. Ja, das waren die Auswirkungen der fehlenden Chemie. Ja, gut. Darf ich mal sagen, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.